So. Neue Season, neues Glück. Neue Ranked Runde. Mal gucken, wie es läuft. Ich wünschte, ich könnte nur Gutes behaupten. Aber bei dem Gegnerteam sehe ich wenig Hoffnung tatsächlich, dass wir Ranked gewinnen. Ihr könnt euch auf jeden Fall an den Rhythmus gewöhnen. Jeden Donnerstag eine Runde Champion-Analyse und jeden Sonntag ein Ranked-Game. Ob ich das in Zukunft noch ausbauen werde, weiß ich nicht genau, aber das müssen wir dann unter anderem entscheiden. Also ob ich dann eventuell dienstags noch was bringe oder mittwochs, je nachdem, was für ein Format sich halt anbietet, ne? Ja. Wir versuchen heute Jinx. Warum? Weil Caitlyn Nautilus ziemlich AIDS ist. Ich war erst am überlegen, ist sie wir? Ich war erst am überlegen, Jinx zu spielen, das wollte ich sagen. So, schön Damage gemacht. Na. Ich 5 von 6 Farm. Kann man mal machen, aber jetzt auch nicht überragend, würde ich sagen. Muss nur auf den Nautilus ein bisschen aufpassen, der uns nicht zu sehr in die Quere kommt. Ups. Ja, ein bisschen muss noch reinkommen. Das ist mein erstes Game heute. Wir haben es jetzt, glaube um 8. Frag mich was Besseres. Ja, früh. Ich nehme das jetzt am Season-Start auf. Also die Season hat gerade angefangen heute. Und wir versuchen es natürlich direkt. First Try ins Ranked zu gehen. Erstmal farmen, Lux. Entspann dich. Wenn wir gefarmt haben, dann können wir ragen. Aber vorher wird hier nichts gestartet, damit es klar ist. Ich würde tatsächlich für den Q-Max gehen. Wie man es immer auf CV machen sollte. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr gerne als nächste Champion-Analyse haben wollt. Ich bin da relativ offen, muss mich eventuell mit dem einen oder anderen Champion wieder einspielen, aber das sollte ja soweit kein Problem sein. Okay, da sollten wir raus. Ich hätte jetzt gerne noch 100 Gold erhustelt, aber das funktioniert leider nicht. Obwohl, ich müsste meinen Keks gleich kriegen. Also wir könnten... Ich stay mal noch. Ich hoffe, dass die Lux dann rechtzeitig zurückkommt. Schade. Schade, schade. Ich dachte, ich hätte ein bisschen mehr Tech-Speed. Habe ich nicht verkalkuliert. Deutsch ist wieder am Start, Mann. So. Dann einmal weggehen und mit dem Weggehen würde ich dann sagen, dass... ich tue mich gerade schwer. Damit sollten wir auf jeden Fall eine Weile überleben unten auf Botlane gegen Nautilus. Wir brauchen halt auf jeden Fall Potions, weil wir das nicht lang fighten können. Jarvan wird jetzt Level 6 haben und könnte jeden Moment vorbeikommen. Wir haben Flash ab, wir haben Heal ab und Potions brauchen wir aber auf jeden Fall alle. So sehe ich das aktuell. Wir sollten auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen. Wenn man einen Pinkwood bitte hier. Sweet. Damit war es das auch mit dem. Well played, würde ich sagen.
Kann man auf jeden Fall sehen lassen, was wir hier gerade veranstaltet haben. Und noch ein Plating nehmen und dann würde ich weggehen. Warum ich jetzt beide Potions geschmissen habe, das kann ich euch leider nicht erklären. Das ist, glaube ich, so eine Reaktion im Affekt, die man dann immer hat. Aber schon mal gut, dass sie auf jeden Fall kein Leben mehr hat, nachdem sie gerade weg war. Also ich würde sagen, das kann man auf jeden Fall machen. Na, Nautilus. Problem ist, Nautilus zieht sich trotzdem ran, wenn er dich huckt. Also er kann dich hucken, zieht sich ran, auch wenn du dein Schild machst. Okay, alle Minions aus der Wave bekommen. Bin ich zufrieden mit. Kann man auf jeden Fall machen. Played. Die steht halt manchmal ein bisschen doof. Ja, halt zum Nachteil. Aber ich werde mich da jetzt auch nicht irgendwie drum kümmern. Ich dachte, ich kann ihnen mit dem Heal noch helfen, aber. Ja. Gut. Damit ist der auch unsere. Normalerweise fängt man auch nicht mit Dorans Blade an, sondern mit Dorans Shield. Leute, danke. Weil du durch Dorans Shield Leben bekommst, Lebensregeneration und den ganzen anderen Spaß. In meinem Fall ist aber Lifesteal gar nicht mal so schlecht, sage ich mal. Ach, Mann, Leute, Leute, Leute. Spielt immer so aggressiv, Alter. Das ist der Grund, warum die meisten Games verloren werden. Weil auch manchmal kommt bei mir der Greed durch. Dann greedet man so heftig, dass man einfach alles verkackt. Nautilus. Nice. Wir haben noch Baron Debuff. So, jetzt ist over.
Lose. Nein! Würde ich behaupten. Minimal. Ja, mach ich. Okay. Nice. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns am Donnerstag zu einer neuen Runde Champion-Analyse. Bis dahin, meine Freunde, macht's gut. Haut rein. Und ciao.